Hallo Leute, mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen heute ein bisschen Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses. Oho. Wir starten direkt mal ein New Game. Ich habe vorhin schon eins angefangen und festgestellt, dass was ich ausgewählt habe und in die Aufnahme sollte eigentlich. Es ist, das ist wirklich lackabhängig, das zu gewinnen. Um ehrlich zu sein. Jetzt habe ich gedacht, nee, machst du es lieber so oder machst du es so rum, ist es leichter. Erstmal. So. Also es gibt jetzt mal eine ganze Menge Gequatsche. Ich gehe alles durch, weil das ist... Es dauert einfach zu lange. Ich habe vorhin festgestellt, das dauert 5 Minuten. Nur das Gelaber. Duelist of the Roses ist kein standardmäßiges Yu-Gi-Oh! Wie man es kennt. Hier 5 Karten als Monster, 5 Karten Zauber entfallen und so weiter. Nee, sondern... Es ist nur so eine Art Brettspiel. Das klingt jetzt erstmal lächerlich. Aber wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert und das mal gespielt hat... Kann es sein, dass man es gut findet. Also ich fand es richtig geil. Ein Freund hat sich damals gekauft und er fand es beschissen. Habe ich mir ausgeliehen und dann habe ich gesagt, okay, ich will es haben. Dann habe ich das mit ihm getauscht gegen ein anderes Spiel oder habe, ich weiß auch nicht, das abgekauft oder so. Weiß ich nicht mehr. So, erstmal nehmen wir unseren Namen ein. Ich werde euch gleich erzählen, was los ist, warum ich jetzt nochmal angefangen habe aufzunehmen. Mal abgesehen davon, dass das Risiko, dass die Musik nicht funktioniert, relativ hoch ist. Also das Starten des Spiels, ne, dann kommt PS2-Logo, dann kommt Konami irgendwas anderes, oder irgendwas anderes, ein Intro, das sowieso kaum funktioniert, und dann das Hauptmenü, wo die Musik zu 90% nie funktioniert. Und ich weiß nicht, ob das im ganzen Spiel auch so ist. Ich wollte es halt aber mit drin haben, das erste Mal, weil das ist cool eigentlich. So, auf jeden Fall ist es ziemlich laut, ich muss es ein bisschen runterdrehen, wenn ich es vergesse... Naja, ich hoffe nicht, dass es passiert. So, Practice Duel brauchen wir nicht. Ich habe gerade schon gespielt und voll abgeloost. Zumindest war ich dabei. Oh, und jetzt kommt Evil City Quatsch. Du hast halt ein Deck und ein Deckleader. Der Deckleader gibt Fähigkeiten vor. Und es ist eigentlich egal, was wir nehmen. Ich mag die Kleine hier, die habe ich damals in echt gespielt. Da hatte ich 3 Stück im Deck. Ich hatte mal so ein Kriegerdeck, so ein Fun-Deck. Dann hast du halt 2 von denen gespielt, du konntest keinen von beiden angreifen. Ne? Und jeder hatte 400 Angriffspunkte mehr. Und dann hast du halt die ganzen Krieger hingeschmissen, die dann halt übelst 4 Punkte gekriegt haben. Hast du halt ausgerüstet, hast innerhalb von 3 Sekunden jeden Zins zum Möbel gemacht oder du hast instant verloren. Das war so ein 50-50-Deck, meiner Meinung nach. Mit einer der 4 Fallenkarten hatte ich bloß drin. Ja, das war schön. So, und die debattieren jetzt darüber, über die Geschichte des Spiels sozusagen, über die Kräfte und auch Zauber, bla bla bla. Und im Endeffekt quatschen sie dich an, für welche Seite du dich entscheiden möchtest. Weil es 4 verschiedene Fraktionen sind. Entweder du gehst mit Simon McMoran oder mit Seto Al-Qaida. Al-Qaida meine ich. Ich hoffe, das darf man überhaupt sagen. Seto Al-Qaida. Rein theoretisch gesehen ist es ja nichts Falsches. Naja. Aber ein bisschen vorsichtig sein mit sowas. Dann werde ich nachher noch erschossen. Darf ich das überhaupt sagen? Ich weiß ja nicht. Ja, jetzt haltet mal euer Maul hier. Ich will endlich wählen, bitte. Ich bin Seto. Ich bin Simon! Ich bin Seto! Ich bin Simon! Ich bin Seto! Oh mein Gott! Hodor! Ich gehe mit den Yorkies. A wise choice, Duelist! What? Hodor? Das passt irgendwie zu dem, ich weiß auch nicht wieso. Hodor? Ja, okay, halt's Maul. So, aber die Sache ist, du hast hier eine andere Variante oder andere Auswahlmöglichkeiten an Duellanten, gegen die du spielen kannst. So, ich muss sagen, dass ich hier, die hier sind leichter, die ersten. Außerdem fehlt hier ein Stück Storystrang, der nicht leicht auftritt. Unnötige lange Dialaber. Ich gehe mal kurz aufs Deck ein. Ja. Wir haben hier also unseren Deckmaster, das ist der Tactical Warrior. Der bekommt irgendwann Fähigkeiten. Im Augenblick haben sie keine. Ich weiß auch nicht, wer welche bekommt. Der weiße Drache weiß ich, der kann dann mehrere Schritte gleichzeitig laufen, was ich euch dann gleich zeigen werde. Und das sind so unsere Sachen hier, die wir haben.
Und ich habe mit Absicht das hier gewählt, weil ich hier schon diese Karte drin habe. Jetzt zeige ich euch nachher, was ich damit machen will. Wir haben also die ganzen Trash-Karten, die es so gibt. Ist alles nichts Besonderes. Ne? Aber ich weiß ganz genau, dass die Lady Thea hier vorne, die hat ein paar coole Karten, aus denen kann man ein geiles Deck bauen. Ein richtig geiles Deck. Ich habe es nie zu Ende gebracht. Aber das werde ich jetzt mal machen. Ich werde jetzt das hier spielen. Ja, ich zeige euch jetzt mal den ersten Kampf. Die Musik hier ist sehr geil bei ihr. Holy moly. Ne, der erste Gegner drüben auf der anderen Seite wäre Weevil und der macht die ultimative Motte. Deswegen habe ich nicht geschafft. Das ist allgemein dadurch, dass er so viel Vorteile hat im Wald. Boah, die Musik. So, auf jeden Fall sind das hier unsere Karten. Also. Wir machen das mal so. Wir spielen mal den Kollegen. Ich kurz überlegen. Ja, das müsste gehen. So. So baut man die Karten auf. Ja? Und so erhöht man Karten offensichtlich. Ich hoffe ja, ich krieg die kaputt. Weil das klang jetzt nicht gerade sehr geil. So, du hast oben... vier Sterne habe ich. Und die Karten kosten ja immer irgendwas. Ne? So wie er hier. So. Das heißt, wenn ich den jetzt aufdecke, bekommt der Power. Und sobald der aufgedeckt wird, kriegt der andere Power. Das ist jetzt natürlich nicht so geil, weil ich nicht weiß, was sie mir da entgegenschickt. Ich lasse die Karten mal so liegen. Und das könnte sehr fatal sein, da reinzulaufen. Aber ihre Feen, die sie hier spielt. Oder doch Feen im Endeffekt. Die haben halt... Wie soll ich sagen? Einen Vorteil? Doch einen ziemlichen Vorteil eigentlich. Ich zeige euch das dann mal demnächst. Wenn ich die jetzt ausbreite... ja, das kommt gut hin. Das ist schon mal okay. So, jetzt hat unser Kollege hier 500 Angriffspunkte mehr und er kann sich zwei Schritte nach vorne bewegen dadurch. Ziehen wir mal den hier mit und platzieren den dann dort irgendwo. Ich möchte gerne wissen, was die Karte ist, wenn sie die wegrückt. Sie hat zwei Power-Ups benutzt und die Karte, weiß ich auch nicht, ne? So, jetzt könnten wir was Level 7iges beschwören. Wir könnten zum Beispiel jetzt hier den Stiermann beschwören. Ich will mal wissen, was hier drunter ist. Okay, ein Skellengel. Skellengel. Kaboom. Und ich habe das 3D-Dings ausgestellt, fällt mir gerade so auf. Das Ding ist sehr fies. Glaube ich. So, Display. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel... da draufhauen. Dann sehen wir mal, wie der Kampf aussehen würde. Ich finde geil, dass hier Windräder stehen. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe das halt ausgestellt, weil das immer so lange dauert, ne? Kaputt. Nein, ich bin tot. Ungefähr so sieht das aus und der hat irgendwie so ziemlich jede Karte ihre eigene Animation. Ist ziemlich geil und sogar Stimmen. Okay, das ist creepy. Ja. Aber da das einfach viel zu lange dauert, weil so eine Runde an sich dauert ja schon lange, habe ich das aus im Endeffekt. So. Der hat jetzt 500 weniger, hä? Die hat irgendwas mit dem Krieger gemacht. Das heißt, die Power-Up-Karte, die ist nicht... Parshad, oh mein Gott. Nein! Nein! I'm dead. Die hat einen Arknight. Wow, hätte ich nicht gedacht. Da müssen wir was machen. Du kannst ja fusionieren. Jetzt mal überlegen, mir fällt nichts ein, was zusammenpasst.
Dafür kennen, da habe ich das schon zu lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, Reptilien und sowas lassen sich scheiße kombinieren. Ich schmeiß mal ein paar Karten raus hier. Ich schmeiß mal ein bisschen mal draußen. Mit ein bisschen Glück ist da nichts bei, was fasziniert. Außer die vielleicht. Oh, nein. So, aber nichtsdestotrotz kann ich jetzt durch die zwei Schritte erstmal direkten Schaden machen. Boom. Die Frage, wohin weicht sie aus? Ich gehe davon aus, dass sie in Richtung Paschat läuft. Macht sie nicht. Das heißt, ich muss auf dem Sogen vor mir. Reicht nicht aus. Paschat in Def. Also die KI ist echt gut. So, pass auf, jetzt wollen wir mal gucken, was die hier macht. Ah, jeder LP-Schaden wird halbiert. Das heißt, ich muss jetzt 1800 Schaden machen, um die umzubringen, die alte. Was kriegen wir denn schönes? Ah, so schon mal nicht. Aber wir können versuchen. Ich weiß nicht, ob die irgendwas bringt zusammen. Ist ein Pyro und Zombie. Ein Feuerzombie? Ja, gibt es. Offensichtlich gibt's den, ja. So. Dann machen wir 550 Schaden. So, theoretisch könnte ich jetzt den nach vorne schieben. Dann hat sie aber eine Möglichkeit, mir hier eine Karte direkt reinzulegen. Jetzt ist die Frage, ob sie mir erst eine Karte vor das Gesicht legt. Oder ob sie sich erst wegbewegt, um nicht zu sterben. Aber man müsste sie halt in die Enge führen, nicht, ne? Wir machen es mal, weil ich weiß, die ist halt nicht besonders stark. Gegen so Endgegner also sollte man das vielleicht nicht machen, weil der macht doch ganz schön Damage im Gesicht. Dummerweise müssen die halt immer jede Karte neu tappen, das ist echt ein bisschen nervig. Okay, sie hat es so gemacht, wie sie gedacht hätte. Das heißt, ich gehe nach vorne, lege eine Karte direkt in ihr Face. So, den möchte ich zum Beispiel haben. Brauchen wir nicht mal, wir können hier mit dem... Ah, das ist ein Pyro. Ja komm, nehmen wir den hier. Der X-Raider und Kaboom. Und schon haben wir sie besiegt. You win! Deckmaster, you did it well. Okay. Das ist doch gut gelaufen. Jetzt kommt hier so ein lustiges Rad. Wenn man sich anstrengen würde, würde man die dann halt auch dementsprechend drücken. Wenn du drei gleiche Symbole kriegst, bekommst du was relativ Cooles. Ich hätte gerne die Tante gehabt, die da war. Ich habe sie nicht gesehen vorher. Genau, und du sammelst ja diese Rose Cards. Ich weiß nicht mehr wieso, aber das werden wir noch rausfinden. Das Ding hat noch nie eine Animation gehabt, glaube ich. Audio-Animation. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich werde jetzt hier noch ein bisschen gegen die spielen und noch ein paar Karten von der holen. Dann werde ich euch zeigen, was ich gemeint habe. Weil, übrigens, die DC, die da oben stehen, neben ihrem Porträt, das bedeutet, du hast, darfst maximal so viel haben, sonst kannst du nicht mehr gegen die spielen, weil du sonst zu stark bist. Ich meine, du kannst dann hier nicht mit drei Ultra-Drachen oder so hinkommen, das geht schlecht. Außer du nimmst nichts ins Deck, was auch nicht geht. Na, ich gucke jetzt nur noch mal rein, was wir vielleicht schon tauschen könnten. An sich sind die Karten ja nicht schlecht, die hier drin sind. Aber ich finde sie ein bisschen... Warte mal, Silver Bow and Arrow. Fairy Monsters. Jawohl, das Ding nehmen wir rein, pass auf. Nee, so war das nicht gemeint. Warte mal. DP, Type, Attribut, Level Sword. Final Flame kann... So, und... So, genau, so rum wartet. Dann haben wir... Das ist auch nicht so das Wahre mit dem Sortieren hier. Card Color, ja, ja, doch. Komm, wir können Griggle rausnehmen und Tendernis reinnehmen. Ich werde ein komplettes Fairy-Deck bauen. So. Unsere DC hat ein bisschen zugenommen, weil wir jetzt ja einen schönen Buff haben. Und Legendary Sword bleibt drin, weil das Ding kann auf Lichtmonster angewendet werden. Und Feen sind nun mal Lichtmonster, nicht? So, dann damit haben wir jetzt im Grunde unsere erste Save durch. Ich werde jetzt hier noch ein, zwei Runden gegen sie spielen und hoffen, dass ich da noch ein paar Karten rausziehen kann, damit das Deck auch langsam Sinn ergibt. Stück für Stück. Und dann werden wir mal sehen. Dann gucken wir gleich mal, wie es dann
weitergeht. Oder nächstes Mal. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet und was man vielleicht verändern oder verbessern könnte. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.